Fabian Schulz und Heidi Matera sind auf Fußstreife in Köln-Weidenpesch. Auf einem Parkplatz fällt ihnen etwas Verdächtiges auf. Hallo, schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Hallo, Polizei. Guten Tag. Alles gut bei Ihnen? Ja. Ja, ich dachte, Sie schaffe hier so rum, vielleicht können wir helfen. Ja, ich bin aus Nebengewerbe Juicer. Was? Juicer, das ist der neue Beruf. Das heißt Safter auf Deutsch. Ich würde auch sagen, das ist doch Safter. Ja, da kommt wieder Saft rein. Ich sammle für diese ganzen Mietfirmen diese Roller ein, jetzt seit neuestem, und lade die auf bei mir dann zu Hause und stelle die am nächsten Tag dann wieder parat. Tagsüber? Ja, gut, war jetzt gerade mal hier in der Nähe und da lag einer rum und da habe ich ihn eingeladen. Halt. Ich habe mir doch gedacht, nachts, gell? Ja. Was heißt denn, da lag einer herum? Ja, das ist halt, die liegen überall rum in der ganzen Straße und in der ganzen Stadt und wir sammeln die dann halt ein und laden die dann halt nach und nach ein. Ich habe auch keinen vielleicht Lieferwagen, wo ich dann halt dann 100 Stück davon reintue. Ne? So kenne ich das schon. Okay. Ja, Sie haben ja dann auch einen Gewerbescheinne? Können Sie uns ja mal sicher zeigen. Den müssen wir schon mal sehen, damit wir einfach ausschließen können, dass Sie hier kein unrechtmäßiges... Schreib mir mal das Kennzeichen auf. Ja. So. Guck mal, Heidi, da hinten. Ich habe den, glaube ich, vergessen zu holen. Suchen Sie mal weiter. Ich will mal kurz fragen, ob der Herr da irgendein Problem hat. Der sieht ganz aufgeregt aus dann. Lass mal gucken. Sie sehen so aufgeregt aus. Alles gut? Bitte? Sie sehen so aufgeregt aus. Ja, alles gut bei Ihnen. Ich suche meine Tochter. Die muss eigentlich hier sein. Wir wollten uns da vorne am Restaurant treffen zum Essen. Ja. Und ganz untypisch, die kommt nicht. Sie ist mit ihrem neuen Roller unterwegs. Ich kann sie orten, aber ist heute ist Tag der Roller anscheinend. Ja, den hat sie neu, den hat sie nagelneu und ist ganz untypisch, weil sie ist immer pünktlich. Genau, haben wir gekauft, jetzt erst neu, ganz frisch und öfter schon gemacht. Sie fährt halt, ich fahre mit dem Auto, treffen uns dann und ist immer pünktlich, nur diesmal ist er schon über eine halbe Stunde drüber. Und Sie sehen immer, wo sich der Roller befindet? GPS richtig. Okay, wo soll denn der Roller sein? Eigentlich genau hier. Jetzt genau hier? Wie Sie sehen, genau. Was zufällig. Ja, was hat er denn für ein Kennzeichen? Wissen Sie das oder würden Sie das wiedererkennen? Ja klar, den Roller auch, sicher. Ja. Denn der Zufall will es so, dass hier zwei Herren gerade so einen Roller eingeladen haben. Okay. Also behaupten zwar, Sie sind die Betreiber von dem Dingen, aber wir können ja mal einen Blick drauf schauen. Ja, gehen Sie gerade mit mal. Ja. So, die Herren. Können ja schon mal schauen. Ja, haben Sie was gefunden? Nee, ich habe den leider vergessen zu Hause. Das ist ja unser Kennzeichen, 188, das ist so unser Roller. Nee, ich sammle ja hier ein für die Firma. Ja, klar. Nein, ja, das kann ich ja beweisen, dass das... Lassen wir da, ich mache die Abfrage. Ne? Ja, so, die Kollegin macht gerade mal eine Abfrage. Das ist ja Gott sei Dank so, dass die Teile ja auch haftpflichtversichert sein müssen. Deswegen hat es auch so eine Plakette. Und dann werden wir gleich sehen, wem der Roller ist. Wenn ich das vertan haben sollte, tut mir natürlich leid. Ne? Aber ich mache das erst seit wenigen Tagen. Die Halterabfrage lenkt die Ermittlungen in die richtige Richtung. Dabei nimmt der Fall eine neue Wende. Sie sind der Herr Brink, ne? Darf ich noch? Sie sind der Herr Brink und die Lena Brink, auf die ist das Fahrzeug zugelassen. Ne? Ja, also da ist aber nicht. Da sind sie ein bisschen daneben, ne? Also, okay. Da müssen sie auspacken, ne? Ja. Dann tut es mir leid, wenn ich den dann falsch eingepackt haben sollte. Ja, aber das ist ein bisschen seltsam. Ich meine, Sie kennt ihr doch Ihr Fahrzeug und alles. Ja, die sehen halt total ähnlich aus, ne? Also, ja, der lag hier, ne? Dementsprechend, wir haben den halt... Wie, der lag hier? Wie lag denn der da? Der lag hinter dem Auto hier. So. Und da haben sie gedacht, ach, das sieht aus wie meiner, den nämlich Heidi, der ist gleich mal 3 Wochen. Komm mal kurz. Ja, nichts dran. Oh, das ist ein Abrieb, das, ne? Ja, das sieht mit einer frischen Unfallspuren aus. Okay. Stimmt. Der Roller hat doch vorne auch die Farbe. Gell? Ja. Lass uns mal gucken, ob der auch vielleicht schon Abrieb hat. Ja. Dann können wir vielleicht eins zum anderen machen, ne? Ja, ich habe auch gerade, wir haben das auch gerade gesehen. Ah ja. Oh. So. Also anscheinend gab es ja eine kleine Kollision, ne? Ja, auf jeden Fall. Heute wo sind Sie denn? Vorhin vor 3 Stunden rausgeholt, da war nichts dran. So, jetzt will ich mal, hier die Wahrheit wissen, was hier passiert ist. Also wir haben Unfallspuren an dem Roller. Unfallspuren an Ihrem Fahrzeug und Sie behaupten was, von wegen Sie wären Juicer oder sonst was. Ja? Die sind schon uralt. Wenn Sie die vorne an der Schoß so, den Wind kann ich Ihnen gleich aus den Segeln nehmen. Das sind frische Unfallspuren, das kann ich durchaus beurteilen. Also, das ist also jetzt letzte Woche. Mal ganz kurz. Ich lasse mich ungern für dumm verkaufen, deswegen gehen Sie mal kurz in sich und dann erzählen Sie mir bitte, was jetzt hier passiert ist mit dem Roller, was mit dem Roller auf sich hat. Nichts. Also, wie gesagt, ich habe den hier gefunden. Ich wollte den einsammeln zum Aufladen und vorne die Spuren sind schon mindestens eine Woche alt. Da ist ein Fahrrad reingefahren. Hast du was dazu zu sagen vielleicht? Also ich weiß, dass mein Papa das seit ein paar Tagen macht, aber sonst. Ich habe dem jetzt heute nicht geholfen. Ja, dass er die Roller nimmt und dann einpackt. Warst du heute mit ihm mit den ganzen Tag? Ja, ich war dabei. Kamst du denn zu einem Unfall? Nein. Also weißt du, machst dich halt
schon strafbar, wenn du jetzt eine falsche Aussage machst. Ja, da ist ja auch nichts falsch auszusagen. Es ist ja so, so, wie wir Sie sagen. Sie krakeln nicht rum, Sie geben mir mal Ihre Personalie. Ja. Das nehme ich jetzt mal auf. Können Sie gerne haben. Ja. Weil passt doch eins zum anderen. Ja, also irgendeiner verkackeiert uns doch. Gut, ja, dann würde ich so sagen, wir machen ein paar Bilder noch von dem. Ja. Ne? Und dann können Sie den mitnehmen. Ja. Genau, hier Bilder. Frage gewesen, ob ich den direkt mitnehmen kann. Ne? Ja, vom Fahrzeug. Okay. Und dann, wenn Sie weiter bei der Aussage bleiben, stellen wir einfach mal einen Gutachter. Und gut ist, ne? Genau, also, da gibt's nichts. Weil irgendwas ist ja an der Sache ein bisschen seltsam. Auf jeden Fall nehmen wir Lackspuren. Ja. Hi. Servus. Hallo. Super, hi. Was macht ihr denn hier? Hi. Wir haben da hinten eine bewusstlose Person, ja. Wir jetzt auf dem Spineboard. Ja. Wäre super, wenn ihr mal irgendwie anpacken könnt. Ja, klar. Bei der bewusstlosen Person handelt es sich tatsächlich um die Tochter des schockierten 42-Jährigen. Sie muss in der Klinik weiter behandelt werden. Kann ich mit Ihnen fahren? Also, ja. Ist das denn Ihre Tochter? Das ist meine Tochter, klar, definitiv. Okay. Ja, dann nehmen Sie den Roller damit. Auf jeden Fall. Ja, ja, machen Sie sich da keine Gedanken. Fahren Sie erst noch mal mit. Das ja, ja, klar. Wir tun uns dann bei Ihnen Melde. Ja, danke. Okay, danke. So, du guckst vorne. Gut. Ja, da müssen wir auf jeden Fall. Ja. Ist drauf? Also, wenn ja, dann machen wir die zwei da auf jeden Fall fest. Ja. Jetzt. Und die haben ja gesagt, das wäre ein anonymer Anruf gewesen, oder was? Ja. Willst du erst mal den Vater probieren? Oder sollen wir den? Ich glaube, der Sohn, der ist dann eher ein bisschen weicher. Ja, Männer mit dem Sohn. So, die Herrschaften, einmal zuhören, bitte. Also scheint ihr doch zu einem Unfall gekommen zu sein, gehe ich mal von aus. Die junge Dame, die der Herr eben gesucht hat, den Sie beide miterlebt haben eben, die Tochter wurde gefunden, schwer verletzt, ja. So, okay. Im Zusammenhang mit diesen Unfallspuren, die wir hier festgestellt haben, möchte ich Sie jetzt noch mal fragen, ob Sie von irgendeinem Vorfall jetzt was sagen möchten. Ob da irgendwie was passiert ist? Nein, ich weiß von nichts. Habt ihr einen Rettungsfahrer angerufen? Kann das sein? Nein, ich habe keinen Rettungsfahrer angerufen. Okay. Ich weiß nicht, wo der herkommt. So, bevor du jetzt die Fingernägel bis zum Ellenbogen abgekaut hast, gibst du mir mal hier dein Handy. Ne? Ja, warum? Damit. Warum soll er? Warum? Wir wollen einfach mal schauen, einfach mal. Wer jetzt von Ihnen. Er war die ganze Zeit bei mir. Wie soll ja, er denn jetzt da jetzt? Trotzdem will ich mal gern drauf gucken. Her damit. So, zeig mir mal die letzte Anrufe. Ach, der war die ganze Zeit bei mir. Ich sehe mal still, wenn ich da gucke. Gucke da. Ja. Mhm. Was? Ja, was? Gucken Sie. 112. Bist du eigentlich wahnsinnig? Nee, der hatte noch ein bisschen Anstand im Kopf. Bist du eigentlich wahnsinnig? Ja, Sie sind jetzt mal ganz ruhig. Du spielst mit meinem Beruf. Ich verliere meinen Führerschein als LKW-Fahrer. Ja, hier, wissen Sie, was Sie machen? Sie spielen mit Menschenleben, ne? Die liegt vielleicht mit Schwere hier noch im Schädeltrauma. Ach ja. Die ist mir reingefahren. Die fahren auch wie die Bescheuerten. So. Und die Lade. Sie vertuschelt es doch. Liegt doch wie verrückt. Ach, die ist mir reingefahren vorne und dann. Und Sie sind unschuldig. Ja, natürlich bin ich unschuldig. Gut, Personal haben wir ja. Personal, die haben wir. Ich nehme das trotzdem mal mit, das Handy tun wir mal sicherstellen, damit wir das dann runterladen können. So, jetzt bleibt nur noch eine Frage. Das ist wahnsinnig. Kann mir irgendjemand von Ihnen beiden erklären, wie die Dame denn hier im Gebüsch gelandet ist? Wehe, du sagst irgendwas. Kein Ton. So. Kein Ton. Nee, sie ist einfach uns da reingefahren und danach hat sich die Spur verloren. Das weiß ich nicht, keine Ahnung. Ist da rein katapultiert worden oder was? Nein, ich habe sie nicht mehr gesehen, ich habe mich um meinen Wagen gekümmert. Sondern? Um die Schrammen. Papa, ist es raus. Verstehst du das? Ich meine, wenn der Bub den Notruf wählt, dann wird er ja wohl wissen, wenn er es hierher bestellt, dass hier wo in der Gegend die Dame ist, ja, und dass sie auch schwer verletzt ist. Er hat ja wenigstens noch einen Funke angestand. Ja, wir haben sie da hinten hingetragen. Ach. Und weil ich verliere meinen Führerschein halt als LKW-Fahrer, wenn sowas rauskommt, und habe schon ein paar Punkte in Flensburg. Und da haben wir halt die Dummheit wirklich begangen und haben sie da hinten. Nee, das haben wir gemeinsam gemacht. Ja, aber ich meine, Sie sind ja wohl der Ältere davon, ne? Und ich habe vornherein gesagt, wir hätten Krankenwagen rufen sollen. Vornherein. Der Fahrer muss sich wegen Entfernen vom Unfallort, fahrlässiger Körperverletzung, Diebstahl des Rollers und unterlassener Hilfeleistung verantworten.